Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen bei diesem Matchup, bei diesem Shoutcast von mir, von StarCraft 2. Liquid TLO gegen Chimpo oder keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ich nenne ihn Chimpo. Chimpo sagt mir jetzt nichts, aber er ist ein Pro. Da können wir uns erstmal sicher sein, denn er spielt in einer Liga mit Liquid TLO. Und Liquid TLO sollte man kennen, wenn man sich StarCraft-Replays anschaut, zumindest, oder mal von ihm gebasht wurde, sollte man in derselben Liga spielen, was eher unwahrscheinlich ist. Ich zumindest tue es nicht, denn ich spiele keine Ladder-Matches. Ich bin ein Kacknoob. Und versagen kann ich auch zu Hause. Okay, also. Es ist ein TVT, wie man hier deutlich sieht. Cross Positions auf dieser Map ist auch nichts anderes möglich. Wir sehen hier zwei Xel'Naga Watchtower. Hier Exe, da Exe, da Exe. Also drei Exen jeweils. Ein bisschen wenig, aber trotzdem machbar. Und hier eine Choke. Hier hinten ist keine. Also nur ein Zugang zu der Base. Der ist auch relativ klein, also so ein Mittelding. Da kann man einen Wall-In machen. Und das tut hier ja auch Liquid. Die Barracks ziemlich zeitgleich am Start. Gas etwas zeitversetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Hier wird allerdings auf den Wall-In verzichtet, zumindest momentan. Vielleicht wird die Barracks hier später noch rüberfliegen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Denn eigentlich ist es eine sichere Strategie, außer man spielt gegen Zerg. Dann, ja, okay. Anfangs gegen Zerg auf jeden Fall empfehlenswert, bis das Baling-Nest kommt. Sagen wir mal so. Dann ist der Bock fett, wenn da genug Baylinge sind. Die hauen da alles weg, was hier steht. Aber um die ersten Push zu verhindern, auf jeden Fall sehr gut. Und hier ist noch eine Choke, die sehe ich gerade erst. Und da kann man sehr bequem reingehen. Tja. Hier kann man sowieso nicht rüber. Er hat praktisch die Choke dicht gemacht, die nur zu seiner Natural Expansion führt. Warum? Weiß ich nicht. Er hätte die Barracks auch hier hinsetzen können. Will er aber nicht. Er hat sie vielleicht dahin gesetzt, um nun ja, schneller Einheiten an der Choke haben zu können. Wenn die aus der Barracks kommen, das kann gut sein. Hier kommt jetzt die Fabrik und hier ist auch die Fabrik am Start. Wie sieht es unit-technisch aus? Ziemlich identisch. Jimpo hat hier einen Walker mehr, allerdings ist es jetzt nicht so der Bock. Sagen wir mal so. Und ja, sehr identische Build-Order ist bei Terra gegen Terra am Anfang allerdings immer so. Und ich freue mich wieder darauf, dieses lange Replay casten zu können, denn wenn ich kurz still bin. Dann ziehe ich an meine Zigarette. Hier kommt der Reaktor hin. Und das Tech Lab an die Factory werden wohl Tors oder Belagerungspanzer. Allerdings kann es auch gut sein, dass hier ein Switch kommt und dann erstmal Helions gepumpt werden. Anscheinend nicht. Okay, er will direkt auf Tanks gehen. Jetzt ist hier der Raumhafen am Start. Raumhafen auch auf der gegnerischen Seite. Also wir sehen sehr identische Build-Order. Nur bei Jimpo kommen keine Tanks raus momentan. Erst jetzt vermutlich demnächst. Tech Lab ist gleich am Start. Und dann wird der Tanks raushauen. Nein, er macht einen Switch für den Raumhafen. Er geht also nicht auf Tanks, sondern will, ja, zum Beispiel, ja, Ravens, Banshees und so weiter. Raven wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, wird selten genommen. Aber Banshee ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Vor allem ein sehr schöner Konter gegen die Siege Tanks. Muss man ja sagen, da die Siege Tanks nicht in die Luft schießen können und Banshees können nur auf den Boden schießen. Allerdings hohe Marine-Dichte halt bei beiden, beziehungsweise hier ein paar mehr. Naja, okay, hoch ist was anderes, aber trotzdem. Stimpak jetzt in Research bei Jimpo. Und noch eine Barracks. Kann also durchaus ein Marine-lastiges Bild werden mit ein paar Banshees eingestreut. Und eine Raven baut er jetzt auch noch. Hier kommt aber der Go. Ein Medivac ist bereits am Start.
Medivacs immer eine schöne Wahl. Und jetzt kommt auch noch ein Viking raus, um die Lufthoheit zu sichern. Hier war ein Helion Harass, der allerdings nicht sonderlich erfolgreich war. So wie es aussieht, Siege-Tank war auch da, also GG. Und der Tank hier hat den Siege-Mode leider noch nicht ready. Sonst könnte hier Jimbo vermutlich gleich einpacken, bis das Banshee halt rauskommt. Beziehungsweise das Banshee ist draußen. Wird aber von den Marines weggefokust. Und jetzt geht's hier ordentlich in die Main Base. Momentan aber noch kein Interesse daran, die SCVs zu crushen, sondern will lieber die Add-ons kicken. Auch eine gute Möglichkeit. Jetzt sind die STVs hier vorne, um ein bisschen zu blocken. Wenn STV verloren geht, sind es halt 50 Minerals, die am Arsch sind, aber die stehen immerhin vorne und werden als erstes bei Auto-Attack angegriffen, könnte man sagen. Ja, die Tanks können allerdings auch ohne Siege-Mode ziemlich deftig reinhauen. Allerdings muss sich jetzt Liquid doch zurückziehen. Hier ist noch ein Marine, der auf dem Waypoint war. Sollte er jetzt wieder rausholen oder auch nicht? Ne, er will sich hier mit Hero Marine, okay. Hero Marine ist down. Und hier vorne steht schon wieder einer, den zieht er jetzt aber gleich zurück. Viking ist am Start und unterwegs. Das ist natürlich gut gegen die Banshees. Also gut reagiert, könnte man sagen. Jetzt kommt hier auch das Tech Lab, will vielleicht auch Banshees pumpen. Siege-Modus in Research, hier bei Jimpo das Kampfschild dafür und Raven. Und ja, noch eine CC. Er will die Echse hochziehen. Hier allerdings auch. Also trotz allem relativ identische Build-Order, kann man nur so sagen. Hier wird die CC allerdings direkt unten schon gebaut und muss da nicht rüber geflogen werden. Hier wird wieder fröhlich Factories durch die Gegend geschoben. Durch den Reaktor können natürlich gut Marines gepumpt werden. Hier ist das Tech Lab dran, da werden wohl Marauder rauskommen. Ja, genau. Und hier kommt auch ein Tech Lab für weitere Marauder. Man braucht ja zwei Kasernen mit Tech Lab, um zwei Marauder pumpen zu können, praktisch wie wenn Reaktor angeschlossen wäre. Allerdings mit Reaktor kann man keine neben Marauder pumpen, man braucht ein Tech Lab dafür. Satellitenzentrale wird jetzt hier auch erstmal raufgeschraubt. Beziehungsweise nein. Auf der anderen Seite, ja. Darum hat das auch direkt runtergeflogen. Das ist natürlich ein Vorteil. Man kann das auch in der Main Base bauen und dann raufschrauben und dann rüberfliegen. Allerdings dauert es eben länger. Und Liquid hat hier sneaky, sneaky ein Viking hingestellt, der hier schön verhindert, dass die Echse landen kann. Und hier dann auch noch ein SCV kicken kann. Hero Viking, könnte man sagen. Hier wird schön ein Kreis um das Versorgungsdepot gezogen. Jetzt sollte er liften. Ja, er schafft es, den Viking zu retten. Hier wird nicht weiter denied, dass die Echse landet, aber es waren kostbare Sekunden, die er praktisch gewonnen hat. Außerdem ärgert es einfach den Gegner. Das ist immer geil. Ja, bei Liquid hat vielleicht gerade das Telefon geklingelt oder er musste beschiffen gehen. Kann beides sein. Sensor Tower bei Liquid, immer schön. Sensor Tower sollte man durchaus bauen. Dadurch hat man zwar keine Vision, aber man sieht, wenn hier gegnerische Einheiten durchfliegen, die werden dann als Ausrufezeichen angezeigt. Können wir gleich vielleicht sehen. Allerdings sieht auch der Gegner, dass da ein Sensor Tower steht. Hier wird gescoutet, ob hier schon geäxt wurde. Nein, da ist noch frei, alles okay. Und jetzt kommt der Push von Jimpo. Ja, oder auch nicht. Doch, ich denke, er wird schon pushen wollen. Er will nur erstmal bei den Xel'Naga Watchtowern schauen, ob alles safe ist. Und er zieht sich doch wieder zurück. Okay. Kann man natürlich auch machen. Einfach mal den Xel'Naga Watchtowern Hallo sagen und wieder gehen. Jetzt sieht er auch, dass hier zwei einzelne Marines unterwegs sind und die werden wahrscheinlich auch gleich gekickt werden. Ganz genau. Alles kicken, was man kicken kann. Praktisch. Wie ich zum Ficken stehe. Nein, der war nicht gut. Okay. Sieged hier ein bisschen Fail-Move. Hat hier nämlich schön seine eigene Choke blockiert, damit die Marines nicht runterkommen. Während hier von links die Rocks müssen natürlich erstmal entfernt werden. Der Jimpo kommt, allerdings scoutet das Viking. Viking geht zwar down, aber Jimpo weiß eigentlich, was Sache aber Liquid weiß eigentlich, was Sache ist. Geht aber nicht zurück in seine Base. Will hier seine Echse gar nicht großartig beschützen, sondern will den Push starten.
Hat hier auch einiges an Siege-Tanks stehen. Ja, 7 Stück, während Jimpo nur 2 hat. Und hier sind die Rocks inzwischen down. Jetzt kann hier schön in die Base gerotzt werden. Hier sind allerdings 2 Siege-Tanks und noch einige Marines, die hier dann doch ordentlich regeln können. Vor allem hat er hier auch noch Ravens dabei, die hier schön Verteidigungsdrohnen setzen und einige Schüsse der Marauder denyen. Solange sie halt noch Energie haben. Und damit kann er das dann doch noch irgendwie halbwegs regeln. Ja, der Bunker wird jetzt noch down gehen oder auch nicht, da sich Jimpo hier zurückzieht. Was hier oben passiert? Nicht viel. Er ist vorgegangen, hat anscheinend ein bisschen reingerotzt und ist wieder zurückgegangen. Hat hier auf jeden Fall nicht so viel Supply verloren wie Jimpo. Man sieht es hier auch am Supply Count 106 zu 84. Also da hat Jimpo echt einiges verloren. Und jetzt wollte er hier auch noch abfangen, aber Medivac ist am Start und nimmt die Units gleich mit, damit die hier nicht laufen müssen. Sehr vernünftige Sache, dadurch, ja, zeigt den Daumen hoch, genau. Sehr vernünftige Sache, denn damit kann man dann doch die Units vor so etwas retten, dass die hier reinlaufen. Trotz allem hat es hier ein bisschen in die Economy gerotzt, allerdings auch nicht so arg viel. Ich glaube, ein Versorgungsdepot ging down und das war's im Grunde. Halt ein paar Units noch. Aber die Siege Tanks standen einfach gut bereit und da waren auch noch die Marine-Dichte hoch genug. Während hier jetzt bei Liquid eben 3 Ravens am Start sind. Raven kann man immer mitnehmen, ist keine schlechte Idee. Zum einen haben sie Detektor, zum anderen können sie halt diese Verteidigungsdrohne setzen, die einige Schüsse denyt, solange sie Energie hat. Aber die Marine-Dichte ist dafür bei Jimpo etwas größer. Hat hier ja auch 4 Barracks stehen. Also keine schlechte Sache. Jetzt noch ein Command Center zusammengeschraubt. Er will also weiter exten. Ja, ein Kalb. Okay. Hier laufen die Units aneinander. Allerdings will er sich mit den Siege Tanks dann doch nicht anlegen. Vor allem könnte hier schön ins Sandwich geraten. Er ist allerdings nicht drauf reingefallen. Jetzt siegen die. Da haben die schön die ganzen Marauder, die da standen, weggerotzt. Alle Siege Tanks haben gleichzeitig drauf geschossen. Jetzt gehen die Siege Tanks allerdings down. Allerdings hatte hier ja auch noch ein bisschen Supply stehen. Es reicht vielleicht. Ja. Also Jimpo zieht sich erstmal zurück. Will hier nichts unnötig verlieren, hatte er ja schon vorhin. Supply Count, Jimpo inzwischen aber vorne. Ja, und I, genau. Ja, Worker-technisch beide fast gleich auf, Income-technisch auch. Also keine schlechte Sache. Geben sich beide Mühe. Hier wird jetzt ein Raketenturm zusammengeschraubt. Einfach, um Medivacs runter zu snipen oder was halt immer ansteht. Sind immer nützlich.